Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Handelssession. Natürlich hier wieder mit meinem Template, mit meinem Tool für die 60 Sekunden. Du kannst dieses Template von mir kostenlos bekommen, überhaupt kein Ding. Wie du an das Template bekommst oder die Bedingungen, die ich daran geknüpft habe, entnimmst du bitte meiner Website. Den Link hast du unten im Video, in der Videobeschreibung, und auf der Website findest du auch ein Erklärungsvideo. Und wenn du dich an die ganzen einzelnen Schritte hältst, dann ist das überhaupt kein Problem. Dann bekommst du von mir natürlich dieses Template kostenlos. Plus auch ein, zwei Installationsvideos, die dir helfen sollen, das Ganze zum Laufen zu bringen. Und auch natürlich Erklärungsvideos dazu, damit du auch weißt, auf was ich hier genau achte. Gut, der Euro US-Dollar hat ausgeschlagen. Ich warte hier noch etwas. Aber jetzt versuche ich hier meine erste Serie. Beziehungsweise muss ich jetzt auf den Kurs achten. Bis jetzt geht er noch. Okay, jetzt höre ich auf. Euro, US-Dollar, 10 Sekunden, dann kommt der erste herein, 5 Sekunden. Der erste wird überprüft, ist gewonnen. Der zweite gewonnen. Der dritte im Gewinn. Der vierte. Fünf. Der sechste. Und der siebte müsste auch drin sein. Perfekt, sehr schön. Einsatz und Gewinn. 5 Euro gesetzt. Und weg hier. Ja. Und 8,50 zurück. Und das Ganze 7 Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Es hat geklingelt, habe ich gehört. Und gleich noch einmal US-Dollar, kanadischer Dollar. Werfen wir einen Blick darauf. Okay, zu spät. Aber oder der US-Dollar, Schweizer Franken. Okay, besser. So, Option Web, US-Dollar, Schweizer Franken. 5 Euro, 60 Sekunden. Der Candlestick-Chart, okay, die Kerze geht weiter nach oben. Okay, ich riskiere es. Erster. Der zweite. Vier bis jetzt. Den fünften Trade. Der sechste.
und wieder der siebte und einen achten noch. Zehn Sekunden, fünf Sekunden, der erste hat es geschafft, mal sehen, wird überprüft, der ist gewonnen, der zweite wird überprüft, gewonnen, der dritte wird überprüft, auch gewonnen. Nummer 4 gewonnen. Der fünfte gewonnen. Sechste gewonnen. Sehr schön. 7 und natürlich bei dieser prächtigen Kerze auch der achte. Sehr schön, perfekt. Dann geht's weiter hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gut, 15 Trades. Zurück zum Tool. US-Dollar-Yen. Werfen wir hier einen Blick darauf. Okay. Eindeutig zu spät. Hier auch weniger. Vielleicht hier. Allerdings gefällt mir hier die RSI-Linie nicht so gut. Okay, derzeit nichts Interessantes. Hier vielleicht. Wenn die Kerze natürlich über das obere Bollinger Band gehen würde, könnte es interessant werden. Ist aber bis jetzt noch nicht der Fall und aus diesem Grund schalte ich weiter. Gerade ist nicht viel Bewegung drinnen.
US-Dollar, Schweizer Franken. Aber alles hier ziemlich kleine Kerzen. Jetzt kommt er wahrscheinlich hoch. Aber da lasse ich lieber die Finger davon. Ja, US-Dollar Yen, wie gerade gesagt, jetzt ist er oben. Aber der Rest überzeugt mich jetzt nicht wirklich. Euro, US-Dollar. Pfund, US-Dollar. Ja, der überzeugt mich auch nicht wirklich, muss ich zugeben. Und hier sehe ich, habe ich den gleich zweimal drinnen. Kommt einer natürlich weg. Okay. Pfund US-Dollar vielleicht. Müsste noch ein Stückchen nach unten.
Okay, US-Dollar, kanadischer Dollar. Könnte interessant werden. Okay, da ist er. Fünf Trades, 1, 2, 3, 4, 5, okay. Und er fährt wieder nach oben. US-Dollar, kanadischer Dollar. Okay, der erste wird überprüft, sehe ich gerade. Der zweite gewonnen. Der dritte gewonnen. Und vier, ich dachte, es waren fünf, okay. Muss ich nachsehen. Und eins. Wo sind sie? Hier oben. Eins, zwei, drei. Vier, fünf. Alle fünf US-Dollar, Schweizer Franken im Gewinn. Okay. Jetzt habe ich den hier, glaube ich, übersehen. Den US-Dollar, kanadischen Dollar. Schweizer Franken, nein. Gut, nochmal fünf und die letzten fünf von US-Dollar, Schweizer Franken natürlich. Kopiere ich mir hier diesen Fünferblock, wollte ich sagen, aber das ist kein Fünferblock, das sind sechs. Aus diesem Grund einen weg und den hier kopiert. Okay. Sechs Sekunden, fünf Sekunden. Der erste wird überprüft. Und der zweite, er ist im Gewinn. Und der zweite, der dritte, der vierte und der fünfte.
Ja, auch im Gewinn. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Kopiere ich mir die auch wieder hier hin. Gut, dann zähle ich zusammen. Einsatz, Doppelpunkt. Der Umsatz und natürlich der Gewinn. Der Rechner. Gut, da geht überall einer ab, sehe ich gerade. Das waren 2x5er Pakete. Eins und hier unten noch einen dazu. Okay, 5, 5 und hier ziehe ich den nach oben. Dann müsste alles soweit passen, denke ich. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verzählt, aber ich denke, es stimmt. Okay, gut. Hier oben Einsatzgewinn. Das sind 15. 15, 20, 25 Trades gesamt. Okay, 25 mal 5 Euro haben wir 125 Euro Einsatz gehabt. Dann der Umsatz, natürlich die 8,50 Euro mal die 25 Trades bleibt 212. 50. Und jetzt das Wichtige, der Gewinn, der Reingewinn ist natürlich die 212,50 minus die 125. Dann bleiben hier stolze 87,50 Euro stehen. Eurozeichen, okay. Eine sehr gute Session und ich bin zufrieden. Ich brauche nicht mehr und aus diesem Grund sage ich, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Ciao.